Sachsen-Anhalts Hoffnung als Wirtschaftsstandort lag früher auf der Solarindustrie. Doch vom einstigen Boom ist wenig übrig geblieben. So tat sich das Land mit dem Strukturwandel weiter schwer, während es die Hightech-Industrie eher ins benachbarte Sachsen zog. Nun ist aber ein wahrer Wirtschaftskuh gelungen. Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg hat den Zuschlag für eine neue Fabrik des Chip-Giganten Intel bekommen. Nach wochenlangen Gerüchten bestätigte Intel-Chef Gelsinger heute die Ansiedlung. Dabei würden 3.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze beim Unternehmen selbst entstehen, sowie Zehntausende weitere im Umfeld. Intel will demnach etwa 17 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Dabei steht, wie bei solchen Projekten üblich, eine hohe staatliche Unterstützung im Raum. Ja, und darüber möchte ich nun gerne sprechen mit meinem Kollegen Wolfgang Brinkschulte in Leipzig. Kommt die Entscheidung für Deutschland als Standort überraschend? Na, überraschend ist eigentlich nur, dass diese Milliardeninvestition von Intel mit dem heutigen Tag wirklich zum Erfolg geführt wurde. Es ist ja eben schon gesagt worden, und Ministerpräsident Haselhoff hat das von Sachsen-Anhalt in seiner Pressekonferenz vor einer Dreiviertelstunde gesagt, es sei heute ein geschichtsträchtiger Tag, ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen worden. Ich würde sagen, es ist ein neues Industriezeitalter aufgeschlagen worden. Man muss sich das vorstellen, Sie haben es gesagt, 17 Milliarden Investitionen in Magdeburg, zwei neue Chipfabriken mit sehr viel Potenzial, ein europäisches Projekt, unterstützt auch von der EU-Kommission, von der Bundesregierung, vom Land Sachsen-Anhalt, von der Stadt Magdeburg. Das ist schon etwas Besonderes und man muss hinzufügen, auch gerade für Ostdeutschland ist das etwas Besonderes. Auch hier ist gesagt worden, heute Mittag, das ist eine einzigartige Investition, die es so noch nie gegeben hat. Und ich glaube, das ist nicht zu kurz gesprungen. Das ist so insofern auch ein ganz besonderer Tag für Ostdeutschland, für Sachsen-Anhalt mit einem Zukunftsprojekt. Denn eins ist ja klar, darüber reden wir seit Monaten. Wir haben als Industrienation nicht nur Deutschland, auch Europa einen großen Bedarf an Chips. Und da wird Intel jetzt in den nächsten Jahren einen Beitrag dazu leisten. Auch dazu, dass Deutschland und Europa ein Stückchen unabhängiger wird, auch von den asiatischen Produzenten. Wie groß ist denn abgesehen davon die Bedeutung für Deutschland? Also von wie vielen neuen Arbeitsplätzen sprechen wir hier? Naja, da gibt es einige Zahlen, die jetzt von Pat Gelsinger, dem Intel-Chef und auch vom Land Sachsen-Anhalt genannt worden sind. Nun, zunächst steht natürlich der Bau an. Das bindet ungefähr 7.000 Arbeitskräfte, um überhaupt dieses Gelände, man muss sich das vorstellen, eines der größten Industriegelände, die es in dieser Form in Europa, auf jeden Fall auch in Deutschland noch gibt. 480 Hektar, 620 Fußballfelder. Da wird also erstmal gebaut und dann gibt es natürlich hochqualifizierte Hightech-Arbeitsplätze, Softwareentwickler, Programmierer, alles das, was man für die Chipproduktion braucht. Da ist von 3.000 zunächst die Rede, aber das ist ja und soll ja nur ein erster Schritt sein. Zwei Fabriken, 17 Milliarden, 3.000 Arbeitsplätze. Insgesamt hat Intel angekündigt in den nächsten Jahren in Europa und da wird sicherlich auch noch was für Deutschland und für Sachsen-Anhalt abfallen. 80 Milliarden, das ist ein Riesenbatzen, den hat man so in Europa noch nicht gesehen. Wie sind die Prognosen? Wird nur Magdeburg oder auch das ländliche Umfeld von Intel profitieren? Ich glaube, die Stadt Magdeburg und auch das Umland. Und das Umland, da geht es um Fachkräfte, die dann nach Magdeburg kommen werden. Es gibt Untersuchungen, dass man den Kreis ziehen kann bis Wolfsburg, Braunschweig, natürlich das Land Sachsen-Anhalt, aber auch bis kurz vor Berlin, auch bis zu den Leipziger Toren. Also das wird ein großes Einzugsgebiet sein, neue Arbeitskräfte schaffen, neue Arbeitsplätze schaffen. Und davon werden natürlich vorrangig auch die Wissenschaftsinstitute und auch die Universitäten in und um Magdeburg herum profitieren. Aktuell sind ja Halbleiterchips Mangelware. Wenn die größte Chipfabrik nun in Europa ist, heißt es denn, es gibt bald wieder Halbleiterchips für Autos, Laptops und Handys?
Naja, das ist der Plan, das möglichst schnell zu machen. Nächstes Jahr soll angefangen werden zu bauen. Eine solche Fabrik wird 2-3 Jahre brauchen. Perspektivisch in den nächsten Jahren bis 2030, da hat sich ja auch die EU-Kommission sehr viel vorgenommen, mit 43 Milliarden Euro diese Prozesse, diese Ansiedlung, diese Produktion zu unterstützen. Das wird jetzt schnell gehen müssen, möglicherweise auch schneller gehen müssen, weil eins haben wir ja in der Pandemie gesehen und jetzt leider auch mit den Folgen des Krieges in der Ukraine. Europa muss auf allen Ebenen unabhängiger werden, auch Deutschland. Und da kann das jetzt ein wichtiger Baustein dafür sein. Schauen wir nun auf das Finanzielle. Wird das Projekt auch von der Bundesregierung bezuschusst? Und wenn ja, um welche Summe geht es? Ja, also die erste Investition, ich habe es gerade gesagt, 17 Milliarden von Intel. Die Europäische Kommission gibt etwas aus dem European Chips Act. Die Bundesregierung wird etwas geben, das Land Sachsen-Anhalt. Im Moment, und die Nachricht ist ja jetzt erst knappe 1,5 Stunden alt, im Moment hält man sich da noch bedeckt, wer welche Ebene, wie viel Geld dazu gibt. Aber eines ist klar, Intel, solche großen Konzerne bauen, investieren in solchen Summen, wenn sie 30-40% Fördervolumen bekommen. Das ist in Amerika üblich. Auch insofern ist das ein Fortschritt in Europa, in den USA üblich, insofern ein Fortschritt in Europa, dass man sich durchgerungen hat, solche Projekte auch mit viel Geld, mit vielen Milliarden zu unterstützen. Informationen zum neuen Intel-Standort in Magdeburg. Wolfgang Brindschulte in Leipzig, herzlichen Dank.